Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Seit dieser Woche herrscht vorweihnachtliche Stimmung im Messepark in Dornbirn. Ich habe mich diese Woche mit Burkhard Dünser, dem Geschäftsführer, unterhalten. Traditionell beginnt Mitte November bei uns das sogenannte Weihnachtsgeschäft mit dem Start des Weihnachtsmarktes, wo wir heuer wieder 11 tolle Weihnachtsmarktstände aufgebaut haben. Und auch hier sehen wir im Hintergrund, haben wir für die Kinder, unsere kleinen Besucher, ganz was Spezielles aufgebaut. Eine bewegliche Märchenwelt, eine bewegliche Backstube. Und wenn man hier sich ein bisschen umschaut, da strahlt man selber, weil es so toll ist. Und wenn man die Kinder beobachtet, da geht einem wirklich das Herz auf. Bereits letztes Jahr hat es diese Märchenwelt gegeben, in einer anderen Form, heuer wirklich etwas ganz Besonderes. Ja, letztes Jahr hatten wir es etwas kleiner und nachdem es so gut angekommen ist und die Kinder solche Freude gehabt haben, haben wir gesagt, wir machen heuer etwas Größeres, ein bisschen mehr Figuren, ein bisschen mehr Aufbau, wenn man das so sieht, das ist wirklich schön und das, was wir schon gehört haben von den Kindern, sie sind begeistert, wie wir selber auch. Mit heute, also mit dem 18. November, startet auch der Weihnachtsmarkt im Erdgeschoss. Der hat schon lange Tradition. Ja, wir haben eigentlich seit Beginn vom Messepark den Weihnachtsmarkt. Es ist zwar ein kleiner Weihnachtsmarkt, klein, aber fein. Und wir haben eigentlich seit Beginn, seit 1987, zwei Stammmieter, die von da an bis heute hier im Messepark vertreten sind. Vorweihnachtliche Stimmung also im Messepark in Dornbirn. Beim Ländle Talk durften wir diese Woche den Direktor der Hack Bludens, Hans Durecker, begrüßen. Einen kleinen Ausschnitt davon gibt's jetzt. Kann man sagen, bei Ihnen an der Schule lernt man fürs Leben? Umgekehrt. Wenn wir in unserer Schule nicht fürs Leben lernen würden, müsste man sie zusperren. Okay. Weil die Zukunft unserer jungen Leute hängt ja davon ab, dass wir sie lernfähig machen, dass wir sie arbeitsfähig machen, dass wir sie sozial engagiert machen. Weil sonst werden sie in ihrer Zukunft kein besonders interessantes Leben haben. Spannende Geschichte. Ja. Wie schwierig ist es für eine Schule wie die Handelsakademie in Bludenz, solche Geschichten auch wirklich umzusetzen? Was braucht es alles dafür? Geht das so einfach? Neue Zweige installieren und so weiter? Wenn es einfach ginge, würde es mich nicht interessieren. Wir brauchen die Idee. Wir brauchen engagierte Köpfe. Wir brauchen einen Lehrkörper, der dahinter steht. Ohne das geht es nicht. Und dann natürlich muss es auch entsprechend in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Das ist klar. Neuerungen, ohne sie nach außen zu tragen, die sterben. Grund zu feiern gab es vergangene Woche bei Russmedia in Schwarzach. Die Vorarlberger Nachrichten feierten ihr 70-jähriges Bestehen. 2015 ist ein besonderes Jahr, das am Samstag, den 14. November, mit dem Tag der offenen Tür gefeiert wurde. Eröffnet wurde das Jubiläum durch Eugen Arus und Landeshauptmann Markus Wallner. 70 Jahre ist natürlich ein Grund zu gratulieren. Das ganze Medienhaus ist heute am Feiern. Auch wenn wir heute einen Tag haben, wo wir in der Nacht eine Schreckensnachricht bekommen haben, versuchen wir doch, das Ganze natürlich mit Fassung zu nehmen und trotzdem auch diese 70 Jahre ein wenig zu feiern. Natürlich geht das Leben ja auch weiter, muss man ja auch dazu sagen. Aber es ist so, ja, und so dürfte wahrscheinlich auch die Arbeit eines Mediums sein. Von einer Sekunde auf die andere ändert sich die Nachrichtenlage. Es ändert sich auch vieles insgesamt. Also wir waren heute in der Früh bedrückt und jetzt sind wir hier, um diese 70 Jahre ein wenig miteinander zu feiern. Ich gratuliere natürlich auch in dieser Stunde trotzdem herzlich zu diesem Jubiläum und wünsche dem Haus insgesamt eine gute, gedeihliche Weiterentwicklung. Für uns ist wichtig, dass die Identität des Landes unterstützt wird, dass die Zukunftsaufgaben gesehen werden. Und deswegen bin ich heute auch gekommen. Wenn man die heutige VN-Beilage gelesen hat, dann war es ja kein Rückblick, sondern es war ein Blick in die nächsten 40 Jahre. Also so gesehen der richtige Ansatz, in die Zukunft zu schauen und die Herausforderungen auch aktiv anzupacken. Auch in einer Stunde, wo wir nach Paris blicken, unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen und vielleicht auch gerade deswegen jetzt sagen müssen, es wird weitergearbeitet und wir sind solidarisch.
Das besondere Jubiläum wurde mit einer Vielzahl eigens kreierter Programmpunkte gefeiert. So öffnete RusMedia die Türen und die Gäste konnten innerhalb einer Führung die neu gestalteten Räumlichkeiten von RusMedia erkunden. So konnte man beispielsweise dem Zeichner Silvio Raus über die Schulter blicken, der immer wieder gekonnt die politische Situation karikiert. Im Antennebüro wurde Live-Radio sichtbar. Isabella Karneval nutzte die Gelegenheit und interviewte Landeshauptmann Markus Wallner unter den Blicken der Besucher. Das Voll-AT-Redaktionsteam stellte sich den Fragen der interessierten Gäste und in den Büros der VN konnte man den Zeitungsmachern beim Erstellen und Layouten der an diesem Tag stündlichen Sonderausgaben der Zeitung zuschauen. Nicht nur bei RusMedia stand ein Tag der offenen Tür auf dem Programm, auch die HTL Dornbirn öffnete vergangene Woche seine Tore. Die HTL bietet eine dreijährige Fachschule sowie eine fünfjährige Ausbildung mit Maturaabschluss in den drei Ausbildungsrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen, Chemieingenieurwesen und Bekleidung, Textil und Mode. Im Moment werden an der HTL Dornbirn an die 1000 Schüler praxisnah ausgebildet. Also was uns als eine HTL auszeichnet, ist, dass wir eine sehr vielfältige Ausbildung anbieten über Wirtschaftsingenieur, Chemie und Textilingenieurwesen. Und diese Vielfalt zeigt sich auch darin, dass wir für eine HTL auch einen hohen Mädchenanteil haben, was sich natürlich sehr positiv gesamthaft auf das Schulklima auswirkt, weil wir also nicht nur Jungs ausbilden. Der alljährliche Tag der offenen Tür bietet der HTL Dornbirn die Möglichkeit zur Leistungsschau. Über 3500 Besucher nutzten an diesem Wochenende die Möglichkeit, sich über die vielfältigen und praxisnahen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und die ausgestellten Werke und Projekte zu begutachten. Der Zweig Wirtschaftsingenieurwesen bietet den Schülern eine praxisnahe Ausbildung in den Bereichen Informationstechnik, Maschinenbau, Betriebsinformatik und Logistik. Ungefähr 40% der ganzen Schulzeit oder Wochenschulzeit sind für die allgemein bildenden Fächer, Mathe, Deutsch, Englisch. Dies brauchen sie für die Zentralmatura. Die restliche Zeit ist circa mit 2/3 aufgeteilt für die technische Ausbildung, eben je nach Schwerpunkt, und 40% für die betriebswirtschaftliche Ausbildung. Da lernen Sie also wirklich von der Buchhaltung bis zum Controlling alle wichtigen Elemente für die Betriebswirtschaftslehre. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann, tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Messepark. Bei der märchenhaften Weihnachtsbäckerei gibt es für die kleinen Besucher viel zu entdecken. Große, strahlende Kinderaugen sind im zweiten Obergeschoss garantiert. Auch der traditionelle Weihnachtsmarkt schmückt das Haus mit seinen golden dekorierten Marktständen. Vorweihnachtliche Besonderheiten im Messepark in Dornbirn. Im Norden sind die Wolken am Sonntag dicht, im Süden gibt es einige Sonnenfenster. Es schneit immer wieder, wobei sich die Schneeflocken bis an den Bodensee verirren. Am Montag gibt es ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken bei maximal 0 Grad und am Dienstag ist es heiter bei Temperaturen von -10 bis -1 Grad.